In Reutlingen wurde am gestrigen Mittwoch ein neuer Stolperstein gesetzt. Und zwar vor dem Friedrich-List-Gymnasium. Dieser soll an das Leben von Dr. Hans-Martin Berger erinnern. Dr. Hans-Martin Berger war Lehrer hier am Friedrich-List-Gymnasium. Und er war jüdischer Herkunft und durfte, nachdem die Nationalsozialisten 1933 die Macht ergriffen hatten und ein Gesetz erlassen hatten zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, hieß dieses Gesetz, wurde er als Lehrer wegen seiner jüdischen Herkunft aus dem Schuldienst entfernt. Anschließend ist Berger nach England emigriert. 4 Jahre nach Kriegsende kam er wieder zurück nach Deutschland und arbeitet erneut als Lehrer in Reutlingen. Die Idee, an Berger zu gedenken, entstand durch ein Schulprojekt des Friedrich-List-Gymnasiums. Am Anfang hatten wir ein Schulprojekt, ein Unterrichtsprojekt. Also der Leistungskurs von der Frau Thomas, Geschichte-Leistungskurs, hat sich mit dem Thema Drittes Reich beschäftigt. Und im Rahmen dieses Unterrichtsprojekts haben die Schüler recherchiert zu jüdischem Leben insgesamt, zu jüdischem Leben in Reutlingen, eben auch dann aber auch eine Gruppe zum Leben des Hans-Martin Berger hier in Reutlingen. Der Stolperstein von Dr. Hans-Martin Berger ist bereits der 5. Stolperstein in Reutlingen, der an die jüdische Vergangenheit erinnern soll. Oberbürgermeister Thomas Keck findet es wichtig, dass das Vergangene nicht vergessen wird. Es ist wichtig, weil die Stolpersteine für die in der Nazizeit verfolgten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger eben darauf hinweisen, was war und wo sie sich bewegt und wo sie gelebt haben. Und dass das nicht in Vergessenheit gerät, das ist mir ganz wichtig, auch in Reutlingen. Auch Schulleiterin Gödicke ist es ein Anliegen, durch den Stolperstein die Erinnerungen an die jüdischen Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus zu erhalten. Gleichzeitig soll uns der Stolperstein daran erinnern, in was für einer glücklichen und friedlichen Lage wir uns derzeit befinden.